Mein Name ist Benjamin Beuk, ich bin hier Professor für Betriebswirtschaftslehre und Finanzmanagement und leite den Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen Bau und Immobilien dual an der Hochschule 21. Der Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen verbindet beide Bereiche, zum einen das Wirtschaftliche, das Kaufmännische und zum anderen das Ingenieurswissenschaftliche, das heißt also das Technische. Beides wird miteinander verzahnt und wir wollen damit auf die gewachsenen Anforderungen am Arbeitsmarkt eingehen. Und zwar ist es eben immer mehr der Fall, dass es eben nicht ausreicht, sich nur mit technischen Elementen im Bau- und im Immobilienbereich darauf zu konzentrieren, sondern eben auch mit kaufmännischen Themen. Und umgekehrt genauso würde es eben nicht mehr ausreichen, gerade wenn man in Managementpositionen möchte, perspektivisch gesehen, eben sich nur auf BWL-Themen zu konzentrieren, sondern müsste dann eben dementsprechend auch Fachwissen erlangen im Bereich der Technik. Und deshalb bieten wir den Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen Bau und Immobilien dual an, damit wir diese beiden Elemente miteinander verzahnen können. Unser Ziel ist es hier nicht, Sie als Statiker auszubilden, unser Ziel ist es hier auch nicht, Sie als Buchhalter auszubilden, aber Sie sind schon dann in der Lage, Bilanzen zu lesen, Sie sind auch in der Lage, Statiken zu interpretieren. Das bedeutet also, dass Sie dann in den einzelnen Berufsfeldern mit den Fachspezialisten auf Augenhöhe sind. Das ist unser Ziel. Das Besondere am Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen Bau und Immobilien dual ist der duale Charakter hier an der Hochschule 21. Hier liegt der Praxisanteil bei 50%. Das bedeutet also, die Studierenden erlangen in ihren Praxisphasen berufspraktische Erfahrungen, die sie dazu befähigen, von Praxisphase zu Praxisphase immer mehr Verantwortung zu übernehmen, sodass sie am Ende nach dem Studium die Möglichkeit haben, in verantwortungsvolle Positionen zu gehen und zu übernehmen, die sie nach vielleicht einem rein eher theorielastigen Studium nicht hätten. Eine weitere Besonderheit in dem Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen Bau und Immobilien dual sind die Schwerpunkte. Die Schwerpunkte dienen zur Spezialisierung für die Studierenden innerhalb des Studiums. Wir möchten damit erreichen, dass die Studierenden in den höheren Semestern die Möglichkeit haben, sich entweder mehr auf das Technische oder mehr auf das Kaufmännische zu konzentrieren. Wir bieten insgesamt 5 Schwerpunkte an, zum Beispiel den Schwerpunkt Immobilienbewertung. Ein wichtiger Punkt heutzutage ist die Bewertung von Immobilien, zum Beispiel um den Preis festzusetzen, um die Steuer festzusetzen. Dafür müssen Immobilien bewertet werden. Ein weiterer Schwerpunkt ist der Schwerpunkt Sales Management, also Verkauf, Vertriebsmanagement. Da geht es jetzt nicht darum, wie ich zum Beispiel Frau Müllers kleines Häuschen verkaufe, sondern eher darum, wie große Transaktionen vonstatten gehen, wie die Prozesse von großen Immobilientransaktionen durchlaufen werden, welche Personen daran beteiligt sind. Und das, denke ich mir, gerade im internationalen Kontext ist ein sehr interessantes Thema. In Bezug auf Internationalität bieten wir den Schwerpunkt internationale Immobilienmärkte und Managementmethoden an. Da geht es dann natürlich ums große Ganze. Da gucken wir in die große, weite Welt und sehen uns auch zum Beispiel die Psychologie auf den Immobilienmärkten an, wenn wir gerade die Finanzkrise sehen, die wir alle erlebt haben im Jahre 2007, dann sehen wir, wie die Immobilienmärkte miteinander zusammen verzahnt sind und dass sozusagen Krisen, die auf einem Kontinent entstehen, auch auf einen anderen Kontinent übergreifen können. Darüber hinaus haben wir auch noch 2 Schwerpunkte im technischen Bereich. Zum einen wollen wir sehr stark auf das Thema Digitalisierung fokussieren. Dafür haben wir den Schwerpunkt Building Information Modeling. Aber auch zum anderen einen Schwerpunkt in dem Grundlagenbereich. Und zwar geht es darum, um die Grundlagen der Baukonstruktion und die Grundlagen der Bauphysik. Wirtschaftsingenieure sind sehr flexibel einsetzbar im Bau- und im Immobilienbereich. Und ich sage immer wieder, dass Wirtschaftsingenieure die Schnittstelle zu verschiedensten Experten bilden. Sie können sowohl in der Projektgestaltung tätig sein. Sie können aber auch, denken Sie an die Immobilienverwaltung, da haben wir einmal das Facility Management oder das sogenannte Property Management. Ein weiterer Aspekt könnte für Sie auch sein, dass Sie in den öffentlichen Dienst gehen, wenn Sie zum Beispiel in Bauämtern arbeiten wollen. Und last but not least gibt es natürlich auch die Möglichkeit, sich im Wirtschaftsingenieurwesenbereich speziell auf Bau- und Immobilienthemen selbstständig zu machen. Ein Bereich könnte dort die Immobilienbewertung sein, wofür wir ja auch hier einen Schwerpunkt anbieten.